sun is down, freezing cold. That's how we already know. When it's here, my grandpa probably do it for me. Ihr fragt euch gerade wahrscheinlich, warum hat der Typ einen Anzug an? Und ich frag euch, sucht ihr etwas, womit ihr 4K 60 FPS ganz einfach im Schnittprogramm eurer Wahl schneiden könnt und Spiele in hoher Auflösung mit 100 FPS durchziehen könnt? Und sucht ihr vielleicht einen Gaming-Laptop, der nicht aussieht wie ein Gaming-Laptop, aber trotzdem ein Gaming-Laptop ist, dann seid ihr hier genau in der richtigen Adresse. Schon besser. Endlich ist es soweit, ich zeige euch meinen Xiaomi Gaming-Laptop. Wir sehen auf den ersten Blick, es ist alles sehr, sehr schlicht gehalten. Xiaomi dachte sich an der Stelle, wir verarbeiten das ganze Ding mal aus Metall. Was ich echt gut finde. Die Haptik ist wirklich sehr, sehr gut. Er ist sehr anziehend, so wie ich. Nur, dass er sich hierbei auf Fingerabdrücke spezialisiert hat. Ein Kampfgewicht von fast 3 Kilo, um genau zu sein 2,7 Kilogramm. Aber wer Leistung will, der muss auch mit dicken Bombern durch die Gegend laufen. Er besitzt eine Tastatur, die in 4 Bereiche aufgeteilt ist für die RGB-LEDs. Mit programmierbaren Außentasten und einer besonderen Taste, die sich Turbo Boost nennt. Oder wie ich sie gerne nenne, den Jet-Modus. Ich sag's euch, das Ding wird euch komplett befriedigen, wenn ihr damit tippen oder etwas schreiben solltet. Das ganz Besondere und fast das ausschlaggebende Ding, weshalb ich mir diesen Laptop geholt habe, sind die 2 Außen-LEDs. Die gibt es nämlich kein zweites Mal. Zu den ganzen LEDs und Einstellungen kommen wir aber später noch. Auf der linken Seite haben wir USB 3.0 und das Ganze zweimal den Headset-Eingang mit Umgebungssound und den Mikrofoneingang. Auf der rechten Seite haben wir einen Kartenleser mit 105 Megabyte die Sekunde und ein USB 3.0 Anschluss. Hinten haben wir den Gigabyte LAN-Eingang mit einmal USB 3.0, HDMI 2.0, USB-C und natürlich den Netzteilanschluss. Zu dem Netzteil muss ich sagen, da ist nur das Chinesische mit dabei, das ist aber sehr gut verarbeitet und hat eine kleine LED am Endpunkt, was ich echt geil finde. Das sind so diese kleinen Dinge, die einen wirklich für ein Produkt begeistern können. Ihr solltet auf jeden Fall den Adapter, den ich in der Beschreibung habe, euch noch zulegen, falls ihr Bock habt, euch das Ding zu holen. Denn ohne diesen Adapter müsst ihr nach China fliegen, um das Teil aufzuladen. Mit dabei 2 3 Watt Dolby Atmos Lautsprecher, die auf jeden Fall einen kranken Sound haben. Ich war echt überrascht, wie geil sich Pornos im Dolby Atmos Surround System anhören. 2 Kühler oder wie ich sie gerne nenne, Düsenjets, die mal mehr, mal weniger laut sind. Je nach Einstellung, je nach Benutzung, je nach Leistung. Besitzt ein 180 Grad Display in Full HD mit 15,6 Zoll mit sehr, sehr geilen und tiefen Farben und einem sehr guten Schwarzwert. Man kann auf das Ding wirklich 180 Grad drauf gucken. Ich habe es persönlich sehr genossen, den Laptop auch mal schräger zu halten, um damit besser schneiden zu können, und der Blickwinkel ist einfach trotzdem krank. Mit dabei installiert Windows 10, leider auf Chinesisch, da habe ich aber euch ein Tutorial, wie ihr das Ganze auf deutschen Windows 10 überbooten könnt, euch in die Beschreibung gepackt. Kommen wir aber jetzt mal zu den technischen Daten. Was hat das Ding denn so drauf? Ich komme vor wie so ein Verkäufer. Intel Core i7-8750H Hexacore 2,2 GHz bis zu 4,1 GHz. Nvidia GeForce GTX 1060G DDR5 6G, 256 GB SSD und 1 TB HDD. Dazu kann ich sagen, die SSD und die HDD können ausgewechselt werden. Die sind nämlich nicht mit dem Mainboard verlötet. Also wenn ihr da Bock habt, eure eigene da rein zu klatschen, dann geht das hier. Die denken nach, ey, da dachten die sich, der Akku soll laut Angaben 3590 mAh beinhalten. Das Ganze zieht euch mal 1 bis 2 Stunden raus, je nachdem, wie krass ihr das Ding verwendet. Ich habe jetzt immer so 1,5 Stunden mit dem Ding überleben können, wenn mal keine Steckdose in Reichweite war. Ein sehr gut durchdachtes Lüftungssystem mit 2 Düsenjets, die bis zu 60 Dezibel laut werden können im Turbo-Modus, das aber 3 bis 5 Grad pro Minute senken kann. Also ihr solltet euch darauf einstellen, wenn ihr das Ding holt und ihr habt vor, so wie ich, damit 4K, so wie dieses Video hier, damit zu schneiden, dass ihr auf jeden Fall Kopfhörer braucht und eure Ohrmenschen auch.
Und vielleicht noch die Leute aus Afrika, die könnten das vielleicht auch noch hören. Aber im Normalbetrieb ist er wirklich sehr, sehr leise. Also du kannst dich auch damit am Flughafen ganz entspannt hinsetzen und deiner Arbeit nachgehen. Das Ding schafft es, PUBG in sehr guter Auflösung 100 FPS daraus kitzeln zu können, ohne Ruckler. Hohe Auflösung, keine Ruckler, was will man mehr? Das Ganze ist auch noch portabel. Wie ich schon gesagt habe, Videos können zum Beispiel in 4K, wie jetzt ich in Premiere Pro, geschnitten werden, ohne Ruckeln, auf voller Auflösung. Das war mir persönlich sehr, sehr wichtig, weil wenn man mit dem Ding unterwegs ist, dann muss ich auch damit arbeiten können. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Die LEDs können variabel mit der Treiber-Software, die ihr auf der Originalseite findet, oder bei mir nochmal in der Beschreibung, könnt ihr die ganz einfach downloaden. Und man hat verschiedene Auswahlmöglichkeiten, wie man die LEDs denn gerne haben möchte. Zum einen kann man die Tastatur variabel einstellen. Es gibt da Modi wie Wave, Static, Rainbow und Brief. Das Ganze auch nochmal mit den Außen-LEDs komplett variabel mit euren Lieblingsfarben. Also jetzt mal unter uns, ne? LEDs sind einfach geil. Was soll ich da sagen? Was ist denn jetzt also mein Fazit? Warum habe ich mir das Teil geholt? Erstens, es ist super individuell, sieht sehr, sehr gut aus. Das gibt es kein zweites und drittes Mal, außer die Vorgänger- und Nachgängerversion, die wahrscheinlich bald kommen werden oder die schon auf dem Markt sind. Das Ganze ist business-tauglich. Du kannst das Ding einfach mal mitnehmen in ein Meeting. Warum sind jetzt meine Bildschirme ausgegangen? Danke dafür. Und euch wird keiner schräg angucken. Ganz anders ist das bei anderen Gaming-Laptops, wenn ihr da zu einem Meeting oder so erscheinen solltet oder eine andere Aktivität, eine Vorlesung, was weiß ich. Da seht ihr aus wie der größte Depp. Natürlich für die Leute, die LEDs jetzt nicht so feiern, aber trotzdem einen starken Laptop unterwegs haben wollen, die können die LEDs ganz einfach ausstellen. Auch im Außendienst, möchte ich mal so betiteln, haben die Leute mich schon das ein oder andere Mal angesehen, wenn ich da mit diesem brachialen Teil durch die Gegend kutschiert bin und das ausgepackt habe und die LEDs waren am Schein und es war trotzdem alles noch schön clean. Ist einfach ein gutes Gefühl, dass man das einfach überall hin mitnehmen kann. Das gute Stück habe ich mir damals für 1.100 €, lasst mich nicht lügen, von Gearbest gezogen und wie immer sind die Links in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich gerne über eine Bewertung freuen. Habe ich vielleicht irgendwas vergessen? Was wollt ihr beim nächsten Mal sehen? Gibt es etwas, was ihr noch über den Laptop wissen wollt? Lasst dem Video doch gerne eine Bewertung da. Abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Alles weitere seht ihr um mich drum in der Beschreibung auf meiner Seite. Und wir sehen uns bis zum nächsten Video. Haut rein, wisst ihr, was ich meine. Kann ich endlich den Anzug ausziehen, ey?